Oh, dass ich sowas überhaupt mache mit den vollen Taschen, ne? Oh. Das wäre jetzt böse geendet. Es hätte jetzt böse geendet. Okay, den kann ich abbauen. Boah, wenn jetzt hier ein Creeper reinhüpft. Lava! Ich glaube, den kann ich nicht abbauen. Genau. Aber das war eh egal. Dafür hätte ich jetzt eh kein Gehampel gestartet für ein so ein Ding. Nur für zwei, aber nicht für ein. So, wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ich höre immer Schritte. Oh, da kam ich her. Vielleicht sollte ich mal einfach mal wieder die Spalte bearbeiten, rechts und links. Also gehe ich mal die Treppe da hinten hoch. Au! Nein, keiner da? Nö. Ich habe mir so eine kleine Erinnerung dahin gemacht, damit ich auch genau weiß, wo ich wieder hochlatschen darf, um dann nicht elendig mich zu verirren. So, jetzt bin ich hier in der Spalte, glaube ich. War ich hier nicht gerade? Auch von der Seite sehe ich ganz viel Eisen, aber ich möchte es mal woanders sehen. Genau, hier war die Spalte, alles klar. Da kommt man ja hoch. Und hier habe ich auch, glaube ich, drei Mobs spawnen oder sowas gefunden. Und einer hat auch geschrieben, dass die Spalte sogar noch weitergeht. Zwar nicht das hier, aber... Nö. Stimmt ja gar nicht. Na gut, ich sollte jetzt noch ein paar Diamanten finden, bevor ich hier rausgehe. Und Redstone auf jeden Fall auch. Demnach würde ich fast sagen, man geht mal hier rechts rein. Und eine Treppe wäre nicht schlecht. Ich baue mal hier so ein bisschen. Oh, da war einer. Mach keinen Scheiß da oben. Ach komm, da möchte ich rein. Da möchte ich hoch oder hier hoch. Wird ja auch schon reichen. Glaube, da kann man viel weiter zurück. Die Steine kriegen endlich mal eine Funktion, die ich hier mit habe. Wow, passt ja mal ganz genau. Cool. Okay, jetzt kann man hier hoch. Hauptsache, ich baue den Dungeon aus. So. Na toll, hätte ich auch direkt machen können. Dann hätte man hier hochgehen können. Aber so ist natürlich auch schön. Jetzt gehe ich mal da rein, wo ich von unten gerade schon angekündigt habe, wo ich reingehe. Und zwar hier. Oh. Sieht doch gut aus. Wow, 4, 3 Diamanten drin, Melonsamen.
Brauche ich eigentlich nicht. Brot. Brot? Nee. Mann, jetzt hör doch auf! Das Melon habe ich eigentlich nur genug und Samen kann man damit ja auch machen, so viel ich weiß. Ich glaube nicht, dass ich hier noch Leute sich oder Viecher sich paaren lassen kann. Ich nehme jetzt alles mit hier. Oh, guck mal. Geil. Nehmen was trinken. Oh, das war knapp. Ich hätte fast mein Glas auf einen Kuli abgestellt. Hätte böse enden können. Mann, das hat sich ja richtig gelohnt hier. 3 Diamanten. Los. Geil. Und ich will so eine... Genau, hier habe ich irgendwas markiert. Was habe ich noch markiert? Dass da die ganzen Monster-Spawner drin waren? Vielleicht. Was ist denn hier scheiße? Den Sattel behalte ich mal noch irgendwie. Brot ist so alltäglich. Ich glaube, diese 3 Teile sollten mir zeigen, dass es hier noch weiter ging. Aber so weit von weiter. Und wie viel Eisen hier noch ist. So, der nächste Stack Ferkeln ist weg. Obwohl, das war ja nur ein halber. Mit 39. So, wo ist der nächste? 64. So, jetzt geht der weiter. Jetzt geht weiter. Langsam habe ich das Gefühl, dass das hier auf Peaceful gestellt ist auf einmal. Was aber natürlich nicht sein kann, nur ich sehe keine Monster mehr. Ich höre ja noch nicht mal zwei welche. Hier ist auch nichts. Ja, hier hinter geht's noch weiter. Oh, durch dieses Spinnennetz durch. Tschüss. Ich möchte auch Spinnennetz haben, damit kann man ganz schön dekorieren. Aber wenn ich diese Super Pickaxe hab, dann habe ich das. Garantiert. Und hier war ich garantiert noch nicht. Nichts mehr. Hier spart man einiges an Eisen, wenn man das mit abbaut. Weil Schienen sind ja doch relativ teuer. Hör mal. Eine bessere Abbaumethode ist auch einfach einen Eimer Wasser nehmen, hinschütten, sind die ganzen Schienen weg. Also wie in echt. Bald es regnet, sind alle Schienen weg. Und jetzt habe ich wieder 3 Mal um die eigene Achse gedreht. Das weiß ich wieder nicht, woher. Oh, guck mal, hier soll irgendwie so ein Monsterraum sein. Später mal. Genau, Mobspawner Number One. Da hinten ist wieder dunkel. Da gehen wir jetzt hin. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich den rettenden Ausgang markieren. Nur womit? Vielleicht mit 3 Fackeln auf dem Boden. Oh, da ist wieder Gold. Ich liebe Gold. Oder die haben eingesehen, dass die keine Chance haben, die Monster.
Oh Mist. Und deswegen kommt hier keins mehr. Oh. Irgendwie konnte ich mal denken, wenn ich das sage, dass dann eins kommt direkt. Fordert man die direkt heraus. So, was macht denn mein Redstone-Vermögen? Ich glaube, mittlerweile auch nicht höher geworden. Auch sehr geil. Die drei Fackeln kann man ja gut erkennen hinter dem Holz. Einfach mal hier runter und wo nichts ist natürlich wieder, außer ein Eisen, vielleicht auch ein Eisen, okay. So, und jetzt noch tiefer rein. Und wieder raus, weil da ist auch nichts. Kann doch nicht so schwer sein, hier Redstone zu finden. Ah, ich glaube im Keller habe ich auch noch was. Sehe ich da einfach im Keller. Also nicht im Lager, im Keller, U2. Da sollte eigentlich noch so ein Pfad sein, wo einiges an Redstone noch rumliegt. Oh mein Gott, noch mehr Kohle. Und Gold. Und Eisen. Genial. Boah, aber richtig viel Gold. Das ist ja mal unnormal. 28 habe ich. Hm, was war denn da los? Eine Spinne. Oh, boah. Das hätte böse enden können. Vor allem, wenn man so macht. Achso, da ist der Stein runter. Ich dachte, es fällt jetzt runter. Aber nein, tut es gar nicht. Da war noch ein Eisen. Also gleich habe ich die Schnauze voll von Eisen. Oh. Creeper. Nein, doch. Geh da hoch. Geh genau da hoch. Weil im Grunde helfen die dann ja einen irgendwie beim Abbauen. Oh! Oder auch nicht! Der hat mich jetzt gerade so ein bisschen erschrocken. Erschreckt. Genau, ich habe mich ein bisschen erschrocken und der Creeper hat mich erschreckt. So sollte es richtig ausgesprochen sein. Und jetzt mal eben schnell hier durchspurten. Geht gar nicht mehr, ich habe Hunger. Deswegen konnte ich dem Creeper auch gerade nicht entkommen. So, und jetzt brauche ich Redstone. Die Höhe sollte da auch eigentlich auch in Ordnung sein. Von wie viel habe ich? 70, damit komme ich doch nicht weit. Braucht doch schon 70 für die 70 Pistons, die ich noch brauche. Genau, für die 1000. Okay, wenn man mal genau nimmt, ist hier oben der Weg jetzt für den Arsch. Beide zumindest, also genau der hier. Da runter gehe ich jetzt nicht und hier runter auch nicht. Komme ich ja nicht mehr hoch. Oh, was ist, wenn da unten Diamanten sind? Gehe ich da doch runter. Oh! Sauber. Da sind die alle behindert. Kommt doch alle runter. Was ist der... Bescheuert.
Okay, da ist nichts. Und da lohnt sich das schon eher. Da hinten war gerade nur einer, da gehe ich nicht hin. Da. Aber bei vier, da lasse ich mich doch gerne mal breitschlagen. Krass, ist ja gar nicht tief hier. So. Der war zu viel. Aber mit Kies ist eigentlich das Beste. Dann kann man das richtig schön auffüllen, ist die ganze Lava weg. Wenn man dann den Kies wieder abbaut, ist dann nichts mehr. Nichts. Und jetzt so nah an der Lava. War jetzt ganz schön warm an den Füßen. Komm her! Endlich mal wieder ein Vorkommen. Ich dachte, ich kriege hier gar nichts mehr. Oh. Lapis Lazuli. Okay, das bringt es jetzt bestimmt voll, den Lavafluss hier zu stoppen. Adler war ja da. Ne, ist auch nicht. Ein Diamanten drunter gewesen. Das wäre ja doch was gewesen. Als Belohnung. Nein, oh. Weg mit dir. Geil, so viel Redstone. Oh, böses Geräusch. Na gut, gehen wir erstmal wieder runter. Gibt auch so eine XP-Bank. Haben ja auch ein paar User geschrieben. Wo man die XP einlagern kann, dass wenn man stirbt, nicht alles weg ist. Wäre zum Beispiel jetzt ziemlich ärgerlich. Genauso ärgerlich, wo ich meine Welt im Multiplayer gemacht habe, wo meine ganzen Level weg waren. Ja, war klar. Caesar! Sah zumindest so aus.